Willkommen zur Presswirbel-Session. Also, es gibt zwei, grob gesehen, unterschiedliche Arten von Wirbeln. Das eine ist der offene Wirbel, wo man quasi die einzelnen Schläge noch wahrnehmen kann. Das kann mit einem Doppelschlagwirbel sein. Rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links. Ne? Rechts, rechts, links, links. Es kann mit Einzelschlägen sein. Es kann mit Dreierschlägen sein. Schlussendlich ist es auf jeden Fall alles dieser körnige Wirbel. Ja? Dichtheit, ein Wirbel bedeutet immer Dichtheit von Schlägen. Und es gibt diesen körnigen und es gibt aber eben diesen Presswirbel. Der Presswirbel ist der, den wir auch kennen aus dem Zirkus, der quasi einen Klangteppich erzeugt. Dieser Klangteppich wird ganz stark auch unterstützt dadurch, dass man das auf der Snare macht, also dass der Snare-Teppich auch noch diese quasi das pixelige Bild eines Wirbels noch vervollständigen zu einer dicken, schönen, dichten Schicht. Wenn ich das jetzt hier auf dem Übungspad vorführe, klingt es also auch nicht hundertprozentig dicht. Also ein Presswirbel würde bedeuten, ich habe keine Ahnung, wie viele Schläge da eigentlich kommen. Ich habe nur eine Ahnung, wann ich quasi den Stock ansetze. Also wenn ich einen Impuls gebe und hinterher kommen mehrere Springschläge. Mal im Zusammenhang, wenn man das dann quasi dicht aneinander spielt, bedeutet das, man spielt rechts, links in einem regelmäßigen Abschlag hintereinander. Single Strokes, denkt dann in Single Strokes, dacka, 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 dacka. Und man drückt aber jeden Schlag aufs Fell, presst also. Und je weniger Impuls man beim einzelnen Pressschlag gibt, desto mehr verschwimmt dieses ganze Bild. Ja, und wie gesagt, also mit einer Snare wird dieses Bild auch nochmal vervollständigt. Ne? Okay, jetzt aber die Übung dafür, um dahin zu kommen, ist erstmal ganz schön brutal und ungewöhnlich für das, was wir am Schlagzeug sonst machen. Nämlich, wir wollen jetzt nicht auf Lockerheit üben, sondern wir üben genau das Gegenteil, wir üben auf Anspannung. Ja, richtig gehört. Wir üben nämlich, den Stock auf das Fell zu drücken. Ne? Nicht viele Schläge, sondern will ich draufdrücken. Es soll diesen Brrrt machen. Das, was man, wenn man Kindern manchmal auch den Stock in die Hand gibt, was da automatisch passiert, wenn man nicht sagt, hey, das soll zurückspringen. Nicht nur Kinder, auch vielen Erwachsenen. Probiert's mal aus, den Stock wirklich richtig aufs Feld drauf zu drücken. Ihr merkt sofort, da kommt ganz schön viel Power aus dem Feld zurück, das heißt, ihr müsst dagegen halten. Und genau darum geht es jetzt. Es geht jetzt mal um den Muskelaufbau, um das Dagegenhalten gegen den Rebound vom Fell. Weil schlussendlich ist es das am Schluss. Man muss nämlich beim Presswirbel muss man doch eine gewisse Muskulatur auch aufgebaut haben, damit sich das nicht allzu anstrengend anfühlt. Ne? Vor allem, wenn es ein bisschen in den dichteren Presswirbel, also die Springschläge relativ kurz nacheinander sein sollen. Ich erkläre euch das noch. Wie das eigentlich genau funktioniert, was da physikalisch eigentlich genau passiert. Okay, jetzt gehen wir erstmal hin, drücken die Schläge aufs Fell und ich zeige euch mal, wir machen jetzt nicht eine offene Haltung, also quasi halten ohne Zeigefinger mit Daumen und Mittelfinger, sondern wir machen eine geschlossene Haltung, das ist die französische, die finde ich für den Wirbel am besten. Das ist nur meine Herangehensweise, ich brauche jetzt einen Druckpunkt von oben. Und das ist mein Daumen über dem Stock. Das heißt, wenn ich den Arm ausstrecke, alles gerade mache und der Daumen ist gerade, dann ist der Stock die Verlängerung des Daumens. Unten drunter habe ich jetzt direkt den Zeigefinger tatsächlich. Ja, weil ich brauche jetzt die Möglichkeit von genau zwei Berührungspunkten gegenüberliegend, damit hier eine Achse entsteht. Ich drücke jetzt quasi hier, wenn ich schlage, drückt hier der Stock aufs Fell. Na, und hier hinten, die halten fest. Daumen und Zeigefinger. Der Daumen ist oben. Wenn man das so macht, quasi wenn es rechts oder links, rechts und links die beiden sind, dann muss man noch stärker halten, weil der Stock eigentlich hier in dieser Lücke durch könnte. Deswegen Daumen oben. Ein kurzes Brrrt.
ihr seht auch, ich mache auch in dem Fall mache ich sogar auch den kleinen Teefinger, ne, Teetrinkefinger. Überhaupt nicht dramatisch. Probiert es mit beiden Händen aus. Ja, muss man erstmal, nehmt euch dafür Zeit. Also gerne zwischendrin auf Pause drücken und ausprobieren, dass es den kurzen Bzzz macht, dass ihr das Gefühl habt, euer Daumen hat auch mit der linken Hand, hat Oberwasser, also ist oben drauf. Der übt den Druck aus. Hier unten der Zeigefinger hat den Gegendruck. Ja, das kann man ruhig am Anfang auch mal ein bisschen zu dicht machen, also richtig hier zumachen. Ja, richtig, ihr sollt da einen Druck aufbauen können. So, jetzt wollen wir natürlich das Ganze ein bisschen uns noch fordern und auch in den Zusammenhang bringen, erstmal rhythmisch. Wir nehmen dafür unsere Matrix und bestimmen das so, wir spielen Sechzehntel und Achtel. Ein schwarzer Punkt steht für 4 Sechzehntel, also eine schwarze Position sind dann 4 Sechzehntel. Wenn wir also eine schwarze Position haben, spielen wir, und das alles Single Strokes, rechts, links, rechts, links. Also eine schwarze Position wäre eine Unte. 4 Sechzehntel. Zwei schwarze Positionen wäre 1, 2. Wenn wir es normal spielen würden, wäre es normal, also mit offenen Schlägen. Und jetzt spielen wir aber richtige Pressschläge. Wenn wir eine weiße Position haben, spielen wir 2 Achtel. Heißt also genau die Hälfte des Tempos. Eine weiße Position wäre 1 und. Zwei weiße Positionen wäre 1 und 2 und. Das heißt, wenn wir uns jetzt anschauen, wir nehmen mal die Seite 2 von der Matrix, da, und spielen jetzt immer den schwarzen mit Sechzehntel und die weißen mit Achteln, wäre es so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nochmal. Nächste Zeile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und so weiter. Ne? Jede Zeile viermal. Jetzt passt drauf, und wenn ihr jetzt merkt, so, das ist echt anstrengend, dieses, das richtig unten halten. Sobald ihr jetzt hingeht und lasst ein bisschen locker, fängt der Stock an, mehr Schläge zuzulassen, mehr Schläge nach dem eigentlichen Impuls. Ich mach mal Nummer 2 nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. Ihr habt gemerkt, also das war jetzt natürlich auch schon sehr locker gelassen, aber dann kommen die Schläge hinterher. Macht mal so die ganze Seite. Das bringt's, ne? Also nicht überanstrengen, jetzt nicht so, dass ihr merkt, so, oh Gott, jetzt tun mir die Sehnen weh, aber schon so, dass ihr merkt, okay, das ist jetzt wirklich ein Druck und das ist ein Kraftaufbau. Und wenn ihr zwischendrin eben merkt, es ist zu viel, dann lasst lockerer. Und es ist so, das, was kontrolliert sein soll, sind nur die Impulse, also die Sechzehntel und die Achtel, und nicht das, was hinterher kommt. Das ist nicht wichtig. Das kann sich auch ruhig überschneiden. Das heißt, der muss noch gar nicht fertig sein. Die eine Hand muss noch nicht fertig sein, wenn die andere schon wieder anfängt. Okay. Und jetzt noch ganz kurz zwei Worte zum Entstehen des Presswirbels, was da eigentlich passiert. Also, das Erste ist, wenn man es mal Zeitlupe anschaut. Ich hole aus,
schlage und dann würde der Stock theoretisch wieder in die Ausgangsposition zurückgehen. Ich begrenze den jetzt aber, indem ich eben Druck dagegen halte. Ich lasse es nicht zu, dass der wieder nach oben kommt. Indem ihr seht, deine Hand bleibt unten. Das ist schon mal viel Druck. Wenn ich jetzt noch mehr Druck aufbauen möchte, nehme ich eben den Daumen nach oben, dann mache ich dieses Ganze, den Spielraum des Stockes, der wird jetzt noch kleiner. So. Das ist erstmal die Höhe, die der Stock hat und wie weit er nach oben darf. So. Und wenn ich jetzt den Schlag noch dichter möchte, er hört ja jetzt, macht das gerade ein Diddle-Diddle-Diddle. Wenn ich jetzt aber ein Bzzz möchte, eben ein Presswirbel. Übrigens im Englischen heißt es Buzzwirbel, nee Bzzz, also Buzz, Buzz. Na, das ist genau dieses Geräusch vom Pressen. Das ist, so heißt dieser Wirbel im Englischen. Wenn ich den jetzt noch mehr beschränke, also noch mehr Druck gebe, dann wird es dichter. Allerdings sind quasi die ganzen Schläge schon wieder verbraucht. Es ist immer nur eine ganz kurze Einheit. Den ganz dichten Presswirbel macht man so. Man gibt einen kurzen, harten, kurzen, ganz begrenzten Impuls. Nicht einen harten Impuls, stimmt nicht. Der Impuls muss nicht hart sein, aber der Raum, der Spielraum muss sehr stark begrenzt sein. Aber direkt nach dem Schlag, sofort ich den Impuls gegeben habe, sofort wenn der Impuls vorbei ist, lasse ich ganz locker. Das heißt, dann habe ich quasi die Geschwindigkeit, die Höhe habe ich definiert und jetzt will ich die Länge definieren, indem ich einfach total locker lasse. Wenn ich größere Schläge mache, am Anfang groß lassen und dann lasse ich es hinterher blöbbern, mache ich nochmal klein. Okay, alles klar. Probiert's mal, wenn ihr dazu Fragen habt, ganz klar, auf jeden Fall Fragen, weil da kann man auch Sachen falsch machen. Bis dann, ciao.